Wo sind die scheiß Pfandflaschen heute? Was ist los? Schau auf meine Mutter 4, Bro, mach doch Pfand drauf. Kurze Placement. 4 Bros, mach doch Pfand drauf, dann hätte ich heute 25 Cent dazu bekommen. Kannst die Mittel. Hallo, kannst die Mülltonne wieder mit reinnehmen? Danke sehr. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Ja, schau mal, wie der die Mülltonne reintut. Film mal lieber mich. Ich sag ihm, du kannst die Mülltonne reintun. Warum lache ich? Das war nur so. Die arbeiten ja alle für mich hier. Wenn ich sag, die Mülltonne soll rein, dann soll die rein. Weißt du, was ich meine? Wir hatten heute sehr viele Leute am Start. Seht selbst, bleibt dran. Sehr witzig geworden. Viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da. Abonniert schon mal den Kanal in der Bio. Das ist mein Reaction-Kanal. Auch wenn bis jetzt ein Video da drauf kam. Das hat schon, glaube ich, für immer so viele Klicks wie Abos. Das müssen wir jetzt ändern. Aber ich vertraue euch. Hege, du kannst hier abladen, da hinten. Kannst da hinten abladen. Perfekt. Kannst da hinten abladen. Wir kommen gleich. Wir fangen an. Salam alaikum. So, stell dich mal bitte vor für die Kamera. Hi, ich bin die Melli. Melli, wie geht's dir? Alles klar? Mir geht's super. Machen wir, erstmal den Alkoholtest, bevor wir reden. Weil ab 2 Promille darf hier eigentlich keiner mitmachen. Alles klar. Einmal bitte so. Alles gut, ich bin auch besoffen, passt schon. Wir sind beide besoffen, passt schon. Okay, du hast geheiratet? Ja. Was ist heute? Gesellenabschied? Heute ist Junggesellenabschied. Gesellenabschied, okay. Was heißt das, Gesellenabschied? Wir heiraten am 29. Oktober und deswegen darf ich heute nochmal richtig raus. Dann hast du richtig raus, ne? Glücklicherweise bin ich auch heute da. Ja, klar. wohin geht's denn, wenn ich fragen darf? Das weiß ich noch nicht. Schaut der Mann, ist der Mann hier irgendwo? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was hast du für einen Land, für einen Landsmann hast du geheiratet überhaupt? Einen Deutschen. Also, wir sind heute alle dabei, Jungs. Ein Deutscher, der hat keine Familie. Ein Deutscher, der hat keine Cousins oder so, ne? Ja, fast nicht, nein. Eine ich kann mich nicht konzentrieren. Alles gut. Wenn ich die sehen würde, würde ich mich auch nicht konzentrieren können. Ey, du lenkst mich ab da. Film mal ganz kurz. Oder die lenkt mich ab. Hör auf damit. Nicht jetzt, nach dem Video. Was war dein größter Fehler in der Beziehung? Der Mann kann es selber hören. Der größte Fehler war, dass ich vor ihm andere Männer hatte. Wallah, das war krass. Das war krass. Weißt du seinen Fehler eigentlich? Nee, hat er nicht. Der hat keinen Fehler, ne? Hat er nicht. Der hat dir keine Fehler erzählt. Nein, hat er wirklich nicht. Ja, würde ich auch nicht machen, Wallah. Also, wenn ein Junge dir sagt, ich habe keine Fehler gemacht, ja, musst du aufpassen. Nein! Doch! Doch! Doch, weil ich mache das Gleiche. Nein, doch. Ja, du! Aber er. Maggie! Erzähl dir gerade nur Scheiße. Ja. Du bist vielleicht so. Alles gut. Alles gut, die haben sich alle gehört. Sonst, was wünschst du dir für die Beziehung von deinem Mann? Ich wünsche mir, dass alles so bleibt, wie es ist. So wie heute? Ja. Weil alles also jeden Tag die Sau rauslassen, ja, ohne ihn. Nein, mit ihm! Maggie, das ist dein Applaus! Ey, applaudiert mal für die Ola. Dreh mal einmal, Ola. Babys, nur eine kann heute mit mir gehen. Okay, passt auf euch auf, oder ihr seid korrekt. Passt auf euch auf. Ich küsse eure Herzen, danke. Halt mal kurz Mikro, ich komme gleich. Wo genäht sind, ne? Dickes Wort wurde hier eingelegt. Ich will es aber auf Kamera festhalten. Ja, ich muss dich sogar ins Video mit reinnehmen. Einfach nur für dieses Versprechen. Sag's einfach. Ich habe ihm versprochen, dass er, wenn er auf nächstes auf Nürnberger Volksfest kommt, jedes Fahrgeschäft einmal umsonst fahren darf. Jedes? Jedes. Jedes? Jedes. Okay. Mein Cousin hat sein Wort versprochen, also mein Cousin hat sein Wort gesagt, also darf. Also der Cousin hat das Wort versprochen. Genau, also und wenn man, wenn man das Wort verspricht, dann muss man es halten. Wenn ich noch sagen, dann ist es so. Ja, schon. Jedes Fahrgeschäft, ja, einmal kostenlos fahren, einmal kostenlos. Beim nächsten Volksfest. Beim nächsten Volksfest. Sprech mit, ich schwöre. Hiermit. Hiermit. Bei allem, was mir heilig ist. Was mir heilig und ist. Hoch. Und hoch. Hoch und heilig, andersrum. Hoch und heilig. Und ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles. Auch bis zum letzten Enderns bitter. Auch bis zum Ende letztens bitter. Was hast du gerade gesagt? Was? Das war kein Deutsch, was du gerade gesagt hast. Ich schneide meins raus, deins lasse ich drin. Oh, ich schwöre ehrenamtlich hiermit. Ich schwöre ehrenamtlich hiermit. Egal, wie scheiße drauf. Dass ich dich. Zu jedem Fahrgeschäft. Zu jedem Fahrgeschäft. Auf diesen Welt. Auf diesen Welt. Kostenlos fahren lassen darf. Kostenlos fahren lassen darf. Und hiermit. Und hiermit.
Will ich meinen Eltern grüßen? Will ich hier mit meinen Eltern Danke, grüßen. Dass du so einen schönen Sohn auf die Welt gebracht hast, der mir jetzt alles ausgibt. Salam alaikum! Du bist getauft als Jude jetzt. Wallah, Freunde, sag ich ehrlich, ich bin jetzt nach langer Zeit wieder in Nürnberg. Schau mal, was die machen, Wallah. Soll ich hier entlang gehen? Geh mal hier entlang, Wallah, Wallah. Geh mal hier entlang. Wer hat seinen Gürtel vergessen? Ich brauche einen Gürtel, Wallah, gib dir. Richtig peinlich jetzt. Ich habe keinen Gürtel gehabt. Ich musste das hier machen. Und hier liegen zwei. Darf ich mir einen nehmen? Wiener, es ist dein Laden aus. Es ist deine Straße hier. Nein, aber wer kann mir erklären, was das ist? Das ist ein Erstsemester. Wie bitte? Das ist ein Erstsemester. Die fangen jetzt an zu studieren und müssen jetzt ein bisschen durch die Hölle gehen erstmal. Erstsemester? Ja. Und bevor ihr studiert, zieht ihr euch aus und legt es auf die Straße? Ne, die. Wer studiert denn? Die sich ausziehen hier. Das ist eine nackte Frau, ich komme gleich, ja? Gönn dir. Du ziehst dich bitte nicht aus! Kein Bedarf. Kein Bedarf, hoffentlich auch. Okay, komm mit. Wer ist hier Essendesser? Irgendwas? Wer studiert hier? Wer kann mir das erklären, was hier passiert gerade? Das ist eine Stadtrallye. Das ist eine was? Eine Stadtrallye für die neuen Erstis, die jetzt anfangen zu studieren. Und was ist das? Ist ein Kodex oder was? Das ist jetzt, wer die längste Klamottenschlange bildet, hat gewonnen. Ah! Da haben ja meine Familienmitglieder schon gewonnen. Wir haben das schon mal gemacht, ja. Ja? Wie viele Meter hattet ihr? 14 Kilometer. Ja. Ich glaube, wir waren erst bei... Ich habe auch 39 Geschwister, deswegen. Aber wir sind Ausländer, das ist was anderes. Aber hast du was dazu gelegt? Weil du hast noch viel Klamotten an. Das ist ja nur für die Erste. Ich bin schon fertig mit dem Studium. Du darfst deine Sachen anlassen. Ich muss mich nicht aus. Ich brauche eine Nackte. Nackten. Es lagen schon BHs da, ja. Aber echt jetzt? Ja. Wo liegt ein BH hier? Ihr seid zu spät, die Gruppe davor, oh, da lang. Ich hab kein Glück, Wallah, ich hab kein Glück. Einfach BH hat die auf den Boden gelegt. Ja. Kannst du mal kurz kommen? Nein. Doch, doch, doch. Wir zensieren auch alles. Die zieht BH aus, die zieht BH aus, ich hab BH gehört. Wir filmen jetzt einfach, film über meine Schulter, wie die BH auszieht. Sieht man das? Ja. Sag Wallah. Darf ich mich umdrehen? Ja, okay. Woo! 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 Was sind das? Hodenhalter oder was? Was ist das? Kinderabteilung gekauft oder was? Hier liegt ein Kinderabteilung, ja. Wer es haben will, kann es... Wallah, die Mutter kommt. Lass gehen. Bist du geimpft, getestet, irgendwas? Nein. Wallah. Aber nein, ich hab keinen Corona, Bro. Corona hat Angst vor mir. Okay, du hast keinen Corona. Natürlich. Passt. Ich hab eine Frage an dich. Was war der größte Fehler in einer Beziehung oder mit einem Mädchen allgemein? Bro, dass ich mal ein Mädchen erpresst hab. Ja, Bro. Wallah, glücklich. Okay, jetzt will ich's wissen. Spaß. Jetzt will ich wissen. Wie hast du es gemacht und wann und warum? Weil die hat Scheiße gebaut. Und am Ende des Beziehung, wo wir Schluss gemacht haben, hat sie irgendwas beleidigt und so. Und ich hatte ein paar Bilder von ihr. Du hattest ein paar Bilder von ihr? Ja, Bro. Nehmen wir mal an, Du weißt schon. So welche Bilder? So welche Bilder. Okay, so welche Bilder. Okay, und du hattest die auf dein Handy? Ja, genau. Und okay, weiter. Also ich habe halt, du weißt schon, ich habe sie erpresst und so, weil die hat mich beleidigt. Und das war's. Wie hast halt. Du hier erpresst? Sei mal ehrlich, so, ich will das jetzt mit Details wissen. Ja, so, hast du gesagt, pass auf, wenn du nicht mit mir ins Kiste steigst, werde ich dich veröffentlichen. Oh nein, das war so, ich habe ihr gesagt, sie soll aufhören damit, was sie jetzt so redet, mit so frech sein und so. Verstehst du, ja, was ich meine? Ja, okay. Sie hat nicht aufgehört, ich habe gesagt, du wirst bereuen. Und ich hab zu ihr gesagt, und am Ende, sie hat gesagt, nein, sie hat gelacht und so, ne? Auf einmal schicke ich alle Bilder von ihr. Alle Bilder. Zu ihr. Also ach so, du hast ihr geschickt. Ja, zu ihr. Sie dachte, ich habe nichts davon und so. Ah. Yeah. Und dann hast du ihr so gezeigt, Beweis, ey, jetzt Kiste oder öffentlich. Genau, Bro. Okay. Und der hat angefangen zu weinen und so, aber dann habe ich mich so beruhigt. Das ist ein guter Junge, check. Natürlich, Bro. Was denkst du? Die hat geweint und ist mir egal.
Richtig, aber du bist kein Ex. Ich hab zu ihr gesagt. Was ist? Ich liebe dieses Gefühl, wenn sie gefickt ist. Ja, Bro. Lass dich trinken, Mann. Und wie war das Ende der Geschichte? Ja, die war gefickt. Ich hab gelacht. Was? Wie soll das Ende, Bro? Wie war das Ende? Ich hab geschickt und ich hab gelacht. Und dann war ich im Knast. Wo ist die? Die ist in Irak. Schuf meine Mutter. Das ist so einer. Komm her. Ola. Das ist so einer. Der hat eine Freundin. Alles gut. Der schickt Bilder, macht öffentlich. Merkel sieht die, sagt, warte ab. Wir brauchen hier keinen Bitches. Pap, Abschiebung Irak. Der hat es geschafft, mit Nacktbildern ein Mädchen abzuschieben. Ich würde das Gefühl auch leben, Ola. Ich hatte die Nummer von ihrer Mutter. Ist die auch in Irak jetzt? Ja. Die ganze Familie wird abgeschoben wegen der. Schwoff meine. Pass mal auf an, die ganzen Jungs, die dieses Video gerade schauen. Wie heißt du auf Insta? Aber du weißt, bei dir. Jetzt schreib den an, sagt, wenn du einmal meine Cousine anschreibst. Ich hab keinen Bock auf Abschiebung. Gar keinen Bock auf sowas. Oder an diejenigen, an die Jungs, die wollen, dass ein Mädchen abgeschoben wird. Schreib den an. Wie heißt du auf Insta? Antoine. Hat die keine Brüder irgendwas, die mit dir geredet haben? Nein, der hat nur Geschwister. Also Mädchen. Zum Glück hat die keine Brüder, sondern nur Geschwister. Das ja, ist, zum Glück. Das ist wichtig. Mhm. Also, sag dir ehrlich, weil wenn die Brüder hätte... Ich weiß. Ne? Aber zum Glück hat die nur Geschwister. Nur Geschwister, Bro, ja. Ich rede bis jetzt immer noch mit ihr. Wir haben das alles wieder geklärt. Ich schwör, geklärt wieder. Der, dumm, Digga. Pass auf, die wird abgeschoben. Ganz Bayern weiß, wie die nackt ist. Die braucht sich nie wieder ein Bikini kaufen. Kann sie sich sparen, weil jeder weiß, wie die ausschaut. Wurde abgeschoben, ganz Familien, Irak. Und die haben alles geklärt. Und sind gut. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unterhalten. Wenn es der Fall ist, lasst ein Like, abonniert unseren Kanal, ja, damit wir noch reicher werden, als wir schon sind. Im Hintergrund sind wir kurz Hilge. Die ist gerade am Equipment einpacken. Hilge, machst alles super, top, machst alles, ja. Wie gesagt, Street-Videos, wir brauchen sehr viele Equipment und so. Outfits. Schwurf meine Mutter, wohin? Bin ich gerade tot? Sehe ich den Shaitan? Hallo? Was geht ab? Ich wusste, dass es dich gibt. Und du hast mich oft gesagt. Auch an Ramadan kommst du immer, ne? Kannst du reden? So, der Shaitan kann kein Deutsch, merken wir gerade. An alle muslimischen Brüder da draußen. Der Teufel kann kein Deutsch, das beruhigt uns schon. Wenn wir auf Deutsch reden, der versteht uns nicht. Sein Cousins, oder wie? Das sind seine... Ey, dich kenne ich irgendwoher. Dieser Hammer kommt mir bekannt vor. Das ist doch diese... Wie heißt dieser Film? Kann mir jemand helfen, oder? Suicide Squad. Genau, du? Und der ist irgendwie sein... Hast kein Essen bekommen heute. Kein Essen bekommen hat? Nichts? Alles gut, zeig mal. Einmal noch einen Finger beißen für die Zuschauer. Schmeckt gut. Schwuff, meine Mutter, was für... Und du bist der Model unter denen. Ja? Ja. Ist es echt? Was? Sehr genehm, der verbeugt sich gerade vor mir. Alles gut. Bruder, nein, das heißt, ich bin Satan, ne? Nein, der Teufel verbeugt... Doch, fuck! Wir reden noch mit dir einmal. Machst jetzt eine kurze Pause, gell? Aber die Augen sind... Tust du nicht mit mir reden? Schwuff meine Mutter, wie groß ich der ist. Wallahi billah. Aber krass. Pass auf, ciao. Was? Wie könntest du auch... Was so? Nicht gesehen. Bist du Ip-Man oder was? Ich hab auch Ip-Man gestern geschaut. Kann ich einmal bitte den Hammer, einmal nur so, Walla, wer bist du? Okay. Schon wieder auf mich hören. Komm mal her jetzt alle drei. So, falls irgendwelche Kennex mit mir schlägern wollen, ich komme mit denen. Nur damit ihr... So, wir machen ein Gruppenbild ganz kurz, ne? Ist es nicht gut? Ja. Okay, du hast mir die Säge in mein Dings reingesteckt, Oberschenkel, aber alles gut. Okay, kommt her, wir sind eine Familie. Was ich mein? Du siehst aus wie meine Tante, Ulla, komm mal her. Okay, darf ich einmal rein? So, ein Bild, so. Woo! Komm, bin ich jetzt verflucht?
Bin ich jetzt verflucht? Was war das?